Hallo, willkommen zu unserer Kinderstunde. Ja, wir feiern Kinderstunde und dafür zünden wir unsere Kerze an. Die Kerze zünden wir an, weil Jesus Christus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: Fürchte dich nicht. Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: Fürchte nicht. Jedes Jahr gingen Maria und Josef mit Freunden und Verwandten nach Jerusalem, um dort das Pascha-Fest zu feiern. Jesus war 12 Jahre alt, als ihn die Eltern zum ersten Mal mitnahmen. Als nun die Feiertage vorbei waren und alle wieder nach Hause gingen, blieb Jesus allein in Jerusalem zurück, ohne dass es seine Eltern wussten. Bestimmt ist er uns vorausgelaufen, sagten sie sich. Sie suchten ihn den ganzen Tag bei ihren Freunden und Verwandten, aber er war nicht zu finden. Da kehrten sie wieder um nach Jerusalem und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gelehrten, hörte aufmerksam zu und stellte viele Fragen. Alle staunten über seine Klugheit. Maria und Josef aber waren außer sich. »Kind, wie konntest du uns das antun?« fragte seine Mutter. »Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht.« Jesus antwortete: »Warum habt ihr mich denn so verzweifelt gesucht? Ihr hättet euch doch denken können, dass ich in meines Vaters Haus bin.« Aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte ohne Widerrede nach Nazareth zurück. Seine Mutter bewahrte alles, was sie gehört hatte, in ihrem Herzen. Jesus wuchs heran und alle hatten ihre Freude an ihm.
nicht mehr klein. La, la, la.